Es ist angerichtet. De Rossi. Maicon. Er versucht es auf eigene Faust, allerdings ohne Erfolg. Sie lassen den Ball ganz gefällig laufen, das sieht auch prima aus, aber so richtig gefährlich, so richtig zwingend werden sie nicht. Er ist bei. Ah, der ging an den Pfosten. Oh. Und er haut ihn hinten raus. Benatia. Steht gut und ist zur Stelle. Kein großes Problem für den Torhüter. Wunderschönes Dribbling. Der Ball und er verschmelzen zu einer Einheit. Aber er nutzt diese Chance nicht. Nee, die Fahrt ist oben. War wohl knappes Abseits. Durch zu Totti. Ist der Ballverlust. De Rossi. Nee, so nicht. Weiter geht's mit einem Einwurf. Rosi. Retrozit. Für dieses Foulspiel gibt es den Freistoß. Benatia. Mit dem guten Auge, da geht er dazwischen. Das kann interessant werden. Der Ball kommt durch. Ein langer Lauf Richtung Tor. Gefahr fürs Tor. Es gibt viele Optionen. Welche wählt er? Das war ein Foul. Jetzt vielleicht die Chance. Und er ist immer noch am Ball. Jetzt hat er die Chance. Die erste Ecke kommt von. Das steigt er hoch. Da ist es passiert. Das war das erste Tor des Spiels. Starke Ecke, dann schraubt er sich in die Luft und der Ball ist drin. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen. Mit der nötigen Portion Entschlossenheit, das hat er richtig stark gemacht. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Das ist ja nicht das erste Mal. Wenn das ist das Ende der ersten Hälfte. Die Zuschauer sind mit dem Klassenspiel ihrer Mannschaft hochzufrieden. Mit dieser Leistung kann in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel passieren. Wir liegen mit einem Tor vorne. Wir können also gespannt sein, was die zweite Hälfte noch für uns bereit hält. Er versucht's. Großartig in Szene gesetzt hier. Wo ist die Passlücke? Es gibt keine Passlücke, also lupft er den Ball zu seinem Mitspieler. Aber der macht ihn nicht rein. Das war doch wirklich kein gutes Zuspiel.
bekommt er den Ball weit vor. Er zieht aufs Tor. Die Chance. Treffer versenkt. Oh nein, die Fahne des Linienrichters ist oben. Die Fahne des Linienrichters kam sehr spät, aber eben nicht zu spät. Auch der Unparteiische hat etwas gebraucht, um das zu realisieren. Aber sie lagen richtig. Nee, der Ball ist weg. Balzaretti. Er nimmt den weiten Weg. De Rossi. Und er faustet ihn raus. Und jetzt Totti. Und aufs Tor. Und der Torwart hat ihn. Ihn hat er ganz stark gehalten. Und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Freunde, so nicht. Pjanic. Schwacher Ball, leicht abgefangen. Und jetzt der Rossi. Jetzt aber! Und bitte! Die Mehrheit der Keeper hätte diesen Ball nicht gehalten, aber er gehört nicht zu dieser Mehrheit. Gut gemacht, gut abgefangen. Balzaretti. Pjanic. Und jetzt der Rossi. Okay, er ist derjenige, der die Chance vergibt, aber seine Mannschaftskameraden müssen sich natürlich die Frage gefallen lassen, warum helft ihr ihm nicht? Haut den Ball vor. Das Ding ist ganz heiß. Der Ball ist im Netz. Sie sind wieder mit dabei in diesem Spiel. Ganz starke Leistung und wenn du mich fragst, wer wird das Ding hier am Ende gewinnen, dann ist im Moment Tendenz diese Mannschaft. Er versucht den Ball reinzuflanken und mit den Tatzen wehrt er den ab. Wird die erste Ecke reindrehen. Da treibt er den Ball weit vor. Schon läuft der Gegenangriff. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Okay. Er ist der Mann der vielen Finten und der vielen Tricks. Gerne nochmal antäuschen, gerne nochmal den Haken schlagen. Das macht ihn so gefährlich. De Rossi. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Die letzten paar Minuten, ob sie sich noch eine Chance erarbeiten. Ah, jetzt zieht er auf. Da wird er vom Ball getrennt. Das war's. Die Trainer geben sich die Hand. Das Spiel ist beendet. Das Spiel endet also mit Remis und die Zuschauer scheinen durchaus zufrieden zu sein. Es war eigentlich...